Ja, Freunde, die Kacke ist mal wieder anders am Dampfen, denn nach seinem Sieg ist Abu Hamza wohl der Erfolg zu Kopfe gestiegen und er eskaliert komplett auf TikTok. Ja, ihr habt's mitgekriegt, Abu Hamza hat gegen Hamid Khan gewonnen. Es war sehr, sehr rutschig. Hamid Khan ist komplett eskaliert, ist völlig außer sich gewesen, weil er gesagt hat, das war unfair, die Bedingungen waren nicht so, wie man sie hätte haben wollen. Und Abu Hamza hat den Höhenflug des Todes. Wir gönnen uns jetzt einfach mal ein paar Ausraster von ihm. Und das erste Aufeinandertreffen der beiden miteinander, die haben wieder gematcht nach dem Kampf. Hat ja jetzt ein paar Tage gedauert, es wurde hin und her gedisst. Aber ihr wisst, sobald es wieder darum geht, Geld zu verdienen, sind man auf einmal wieder so Best Friends miteinander. Deshalb auf entspannten zurücklehnenden Hasen, let's go. Ich Abu Hamza, der King aus Berlin, würde dich Ballett tanzen lassen. Ja Maniak, ja Manuelsen, ja Ars, ja Wussig, du Schokolade, du. Kommt, Alter. Manuelsen, komm und kämpf gegen den Mann. Kämpf gegen den Löwen, Abu Hamza. Ich werde dich in der ersten Runde rausnocken, Wallah. Oh, das ging zu weit. Dieser letzte Satz ging zu weit, bei Allah. Das wird was erreichen. Ich bin Abu Hamza. Ich bin der Beste. Keiner kann mir was. Keiner kann diesen Eiern was. Keiner. Wallah, ich schwöre auf Koran. Ja, keine Ahnung. Ich lasse das einfach mal unkommentiert. Und es ist ja nicht nur bei Manuelsen geblieben. Es gibt ja noch eine andere Ikone auf TikTok, die sich für den krassesten der Welt hält. Ihr wisst, von wem die Rede ist. Salam alaikum, hier ist Kurt Ivo. Lieber meine Mutter, weil eure Mutter war hier. Er bekam ebenfalls sein Fett weg. Ja, Wussig, ja, Nidjes, ja, Ars. Ja, 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 Zib Ibo. Ja, Zibbi. Ja, Zibbi, ja, Ibo. Ibo, du bist ein Wussig, du bist ein Nidjes. Warum? Du bist ein Ars. Warum? Und falls ihr euch fragt, was da los ist, naja, das sind ganz normale Matches. Wenn man die verliert, macht man nun mal Ansagen und es wird dann entschieden, gegen wen man eine Ansage droppt. Aber jetzt, wo man offiziell Boxer ist und einen Boxkampf gewonnen hat, muss man das natürlich auch raushängen lassen, oder? Krass, ja. Ich mach doch jetzt Boxen. Ich verdiene mein Geld mit Boxen. Warum soll ich nicht Boxer schreiben? Warum soll nicht jeder wissen, dass ich ein Boxer bin? Aber Mike Tyson ist auch Boxer, aber steht immer noch nicht in seinem Bio, dass er Boxer ist. Jeder weiß aber, dass er Boxer ist. Er braucht nicht in seiner Bio zu stehen zu haben, dass er Boxer ist. Jeder weiß doch, dass er Boxer ist. Dann kämpfst du auch so oft, dass die Leute von alleine wissen, dass du Boxer bist. Die Leute wissen doch jetzt, dass ich Boxer bin. Ich hab doch auch geboxt. Bei einer Veranstaltung, wo tausende... Du bist der stärkste Boxer, ja? Tausende von Leute zugeguckt haben. Aggressivität außer von Mike Tyson, bin ich dir ehrlich. So würde ich kämpfen. Aber wer denkt, er hätte einen Höhenflug, da habt ihr euch geschnitten. Er hat doch keinen Höhenflug, Leute. Ich bitte euch. Ich bin in dein Level. Ich kämpfe gegen jeden hier auf TikTok. Ich schwöre auf Koran gegen jeden. Okay, aber warum schreist du jetzt? Chill mal. Weil ich schreie. Weil du mich aufregst. Alte Rosen. Weil er... Guck mal. Der ist wirklich... Da ist wirklich was drauf. Man kann sagen, was man will. Da wirklich was drauf. Ja, ich sag ja nicht, dass er nichts drauf hat. Ich kämpfe gegen jeden hier auf TikTok. Wallah, gegen jeden. Gegen Oma auch? Denn aber es geht leider nicht so schnell. Ich muss warten und mich gedulden. Gegen Oma? Oma? Ich kämpfe gegen jeden. Was verstehst du nicht an? Ich kämpfe gegen jeden. Ich, ja, Abu Hamza, ich kämpfe gegen jeden hier auf TikTok. Ich hab vor niemanden Angst. Danke, Punkt. Was verstehst du nicht? Isa heißt du. Was verstehst du nicht? Was geht nicht in deinen Kopf rein? Ey, kämpfst du gegen Isa? Ey, Isa ist aber auch stark, ne? Ich kämpfe gegen jeden. Ich schwöre auf meine Mutter, ich kämpfe gegen jeden. Kämpfer gegen Isa. Ich kämpfe gegen jeden. Hol mir wen du willst. Ich kämpfe gegen jeden. Gegen Emre Yılmaz. Ich mach jeden kaputt, ich schwöre auf diese Koran, ich mach jeden kaputt, keiner kann mir das was sagen. Aber hör doch auf zu schwören, guck mal, ich schwöre auf Koran, Junge. Ich schwöre auf Koran, keiner kann mir das Wasser rechnen. Ich bin so stark wie 10 Männer. Ich schwöre auf meine Mutter. Ich bin so stark wie 10 Männer, ich schwöre auf Koran. Und ich hab den Mut von 100 Männern. Ich hab das Herz von 100 Männern. Ich hab vor niemandem Angst. Ich schwöre auf Koran, vor niemandem. Allah. Wallah. Ich kämpf gegen jeden. Ja, ja, alles klar. Dankeschön. Was, ja, ja. Ja, okay, wir haben's verstanden. Glaubst ja, dann hör auf zu provozieren, hör auf die ganze Zeit ja, ja zu sagen. Ich provoziere dich nicht. Und was ist die wahre Intention dahinter, dass er immer wieder mit Barello live geht? Denn aufgrund der Konstellation dieser beiden entstehen ja immer diese ekligen Ansagen, woraufhin dann diejenigen, gegen die die Ansagen gedroppt wurden, komplett ausarten, ausrasten und eskalieren und dementsprechend zurückantworten. Naja, hören wir mal, was er dazu zu sagen hat. Aber weißt du, was ich nicht gefeiert habe? Im Primetime früher, wo du diese Berliner Deutsch geredet, also ich nicht, so diese... Wann du mich gefeiert hast. Hey, Bruder, hey, Primetime von dir, Wallah. Ey, Junge, du unterschätzt dich selber, du weißt nicht, was du drauf hast. Hör mal zu, ich sag dir mal was, okay? Ich unterschätze mich nicht. Der Einzige, der hier jemanden unterschätzt
Oder ich glaube, du unterschätzt mich nicht mal. Wallah, du weißt, dass ich dich auffressen würde. Ich schwör auf Koran. Ja, aber guck mal, was der andere schreibt. Amza fliegt so hoch. Ich pass mich an. Ich pass mich an. Ich profitiere von dir. Deswegen bin ich hier drin und rede mit dir. Ach so. Wallah, aber ich mag dich wegen deiner Ehrlichkeit. Jaylan, danke, hübsche Frau. Wallah, ich profitiere nur von dir und dann... Deine Rose. Wallah. Und dann gehe ich wieder raus und gehe meinen Weg. Ja, aber du profitierst und so will ich ein bisschen Mascara auf dich machen, weißt du, damit es ausgeglichen wird. Du profitierst nicht von Mascara. Ich schwöre auf Koran, du kannst kein Mascara auf mich machen. Junge, wallah, das 1-1 dann. Junge, du profitierst doch, wallah, dann lass mich auch ein bisschen glücklich werden. Und ihr merkt es, maximal im Modus, ja? Keiner kann ihm was, keiner. Aber darf ich euch nochmal daran zurückerinnern, wer für ihn der mächtigste und der beste YouTuber ist? Musa, der mächtigste hier, Mazak, nach mir. Mazak hat gute YouTube-Channel. Dankeschön. Bester Mann, wallah, Leute. Ich küsse dein Herz, dankeschön. Aber kommen wir mal zur Hauptthematik, denn er ist nach mehreren Tagen, nach halt seinem Kampf gegen Hamid, das war ja so der Finalkampf, ist er auf Hamid gestoßen und die haben gemeinsam gematcht und darüber geredet, warum Hamid eigentlich aufgegeben hat. Weil die haben ja alle gesagt, das ganze Internet behauptet ja, er hat kein Herz. Warum hast du aber aufgegeben, ja? Oder? Guck mal, lass, komm, wir reden darüber. Wir reden darüber. Sag mal, warum? Guck mal, wir haben doch gekämpft. Erste Runde, ja? Ja. Bruder, ich bin die ganze Zeit ausgerutscht. Ich sag dir, Bruder, Mashallah, Respekt. Wallah, du bist ein Löwe. Du kämpfst wie ein Löwe. Wallah. Respekt, du bist vormarschiert wie ein Panzer. Ich sag dir ehrlich. Danke, Bruder. Wallah. Aber, Bruder, ich hatte keinen stabilen Halt. Wallah. Ich hatte keinen stabilen Halt. Und guck mal, du hast doch in meine Deckung reingeschlagen, ja? Und ich bin hingefallen. Ja. Dieser Ausrutscher. Ich hab mir gesagt, Khalas, egal. Ja, er hat mich ja getroffen. So in dem Sinne. Er hat mich doch getroffen. Scheiß drauf. Bruder, ich fall erste Mal, zweite Mal, dritte Mal, vierte Mal, fünfte Mal, fünfmal in eine Runde. Und ich denk mir, Khalas, ich mach weiter. Aber Bruder, weißt du, wie das auf Ausdauer geht? Fünfmal wieder aufstehen? Weißt du, wie das auf Ausdauer geht? Weißt du, was ich gemacht habe? Ich hab weitergemacht. Hör zu. Ich hab weitergemacht. Der sagt doch nichts. Und dann kam der Moment, Bruder. Ich hab dich getroffen, weißt du noch? Ich hab dich getroffen, so. Und dann bin ich ausgerutscht und ich wollte dir zweite, dritte geben und ich bin auf meinen Bauch gefallen, weißt du noch? Ja, ja. Und da, Bruder, da hab ich gesagt, zu diese Jane-Gays, mach die mal vor. Zu allen anderen hab ich gesagt, wenn ihr jetzt nicht den Boden wischt, wenn ihr jetzt nicht den Boden wischt, wallah billah, ich mach nicht weiter. Ich zeig euch die Szene nochmal ganz schnell, damit ihr wisst, wovon er redet, für die es nicht wissen. Er rutscht immer aus. Jetzt wisst ihr zumindest, was da gerade beschrieben wurde. Und keiner hat gemacht und ich habe nie keiner den Boden gewischt. Wallah billah, ich habe nicht aufgegeben, weil ich nicht mehr konnte oder weil dies oder das. Bruder, für mich war das ein... Sei ehrlich. Hast du keine Ausdauer mehr gehabt? Wallah, ich hatte noch Ausdauer. Hast du doch gesagt, hätte ich nicht noch weitergeschlagen und so. Wallah, ich hatte noch Ausdauer. Wallah, ich habe... Bruder, weißt du, wie viel Ausdauer ich trainiert habe? Aber hör zu. Weil keiner den Boden gewischt hat, Bruder, ich denke mir, Bruder, ich hab mich hier gerade blamiert, Bruder. Ich bin 6-mal auf Boden gewesen. Ich war nicht mal aufgewärmt, weißt du, wa? Hä? Ich war nicht mal richtig aufgewärmt. Bruder, ich hab mich halbe Stunde oder so, nicht mal 15 Minuten vor Kampf war ich in Kabine. Ich bin bei zweiter Runde ein bisschen wach geworden. Ich hab mich ein bisschen an diesen Ring gewöhnt und so, wallah. Ja, bei zweiter Runde bin ich auch erst wach geworden. Wallah, ich hab mich da ein bisschen an diesen Ring gewöhnt und dann... Ja. Leider immer, ja, keine Ahnung, Yasemi. Du bist von 1, 2, 3 Schlägen schon K.O. gegangen, Yasemi. Bruder, war doch aber nicht K.O., Yasemi. Ich bin ausgerutscht, Wanda. Er sagt K.O. Du hast mich nicht mal einmal getroffen, weißt du, wa? Wallah, Billa, du lügst. Ich hab doch Videoaufnahmen. Ich hab dich minimum 4-mal getroffen. Ich hab aber nichts gemerkt, Wallah. Ja, du hattest Adrenalin. Ich hab deine Schläge auch nicht gemerkt, Wallah. Ich hab nichts gemerkt von deinen Schlägen, Wallah. Bruder, du weißt schon, dass du bei mir nur Deckung getroffen hast, weißt du, wa? Wie nur Deckung? Wallah, Billa, Bruder, du hast auf meine Hand. Ich hab Videos, wie dein Kopf so nach hinten geht, der Sanami, wo ich dir eins gebe. Ja, du hast mir Jab gegeben. Du hast zwei Jabs getroffen und einen hast du hier getroffen. Aber
Ich habe auch die ganze Zeit mit Rechtsauslage gekämpft. Ich habe vergessen. Ja, und es wird noch viel, viel geiler. Denn Abu Hamza mutiert zum neuen Trainer von Hamid Khan. Komm, Leute. Komm, weiter, weiter. So, so, guck mal, so. Er hat ein Sieggeschenk gekriegt, was? Er ist Trainer geworden. Das ist einfach zu geil. Und ihr dürft niemals diese Aussagen hier von Abu Hamza vergessen. Ich werde besser als Mike Tyson sein. Ich werde Mike Tyson treffen und ihm sagen, dass ich besser als er bin. Ach, so schlecht. Naja, und ihr wisst, es kann ja nicht immer alles harmonisch ablaufen, so wie man das sich erhofft. Die beiden sind auch aneinander geraten, und zwar Abu Hamza und Hamid Khan, und das ist dabei entstanden. Das ist die Wahrheit. Wallah, okay, es wird zurück passieren, aber Hamid, guck mal, jeder Blick auf dich, enttäusch uns nicht. Wallah, weißt du, wie viele Leute Geld wetten wegen dir? Die denken, du wirst gewinnen. Guck mal, du hast diesen Kampf verloren. Komm, wir machen nochmal einen Rückkampf und dann... Aber Abu Hamza, lass diesen Kampf unentschieden sein. Nein, lass ich nicht. Guck mal, wenn du willst, guck mal, du hast verloren. Wir machen nochmal einen Rückkampf und wir kämpfen nochmal. Schau, okay? Ja. Warte, kämpfst du auch? Ja, ich kämpfe auch, aber gegen Ibo. Ehrlich? Und nach Ibo direkt mit Abu Hamza. Ich werde mich rächen für Hamid. Wenn Hamid das nicht macht diesmal, ich werde das machen. Marello, ich sag dir was, guck mal. Wallah, wenn du gegen mich kämpfst, ist vorbei für dich. Ich schwöre auf Korn, ist vorbei für dich. Weil, Wallah, ist vorbei für dich. Also bist du ein Kaffee. Junge, guck mal. Leute, bevor ich dich kämpfe, wer eigentlich die braucht. Wir werden MMA. IPTV International, Leute, bei Koko. Ich kann dich nicht hören, weil Amit redet die ganze Zeit. MMA, wir beide MMA. Du und ich? Ja. Junge, da vielleicht... Oh, bei Allah, ja, komm. Wallah, komm. Wallah, komm, Junge, Wallah. Bist du krank? Bei Allah, Junge, weißt du, wie gut ich bin MMA? Bist du krank? Du willst gegen mich MMA kämpfen? Junge, du sagst, wer MMA-Fighter seit Jahren, Wallah. Ey, meinst du das gerade wirklich, dass du mit mir MMA machen willst? Guck mal, ich sag dir eins. Sollte ich dich so haben, kriegst du mich nie wieder weg. Ich will wie ein Löwe haben. Verdammt, das ist genau wenn ein Löwe ein Kuh hier beißt. Denkst du, diese Kuh kann noch weglaufen? Nein. Sollte ich dich hier so haben, ist vorbei damit, Wallah. Okay. Weißt du, wie gut ich... Willst du damit sagen, du bist ein Löwe und ich bin eine Kuh oder was? Ja. Marello, guck mal, ich sag dir was. Wallah, ich sag dir was. Schlag dir das schnell aus dem Kopf, dieses MMA mit mir. Wallah, ich schlag dir das wirklich, Wallah. Ich schlag dir das mal. Du gegen Hamid, werdet ihr euren Rückkampf Boxen machen oder MMA? Was er will. Hamid. Was er will. Wallah, was er will. Danke. Aber nicht, dass am Ende heißt. Ich war krank, ich war verletzt, ich hatte Fieber, ich hatte... Guck mal, ich sag dir was, danke. Ich sag dir was. Bei Hamid wird immer ein Ausrede parat sein. Los, Hamid. Hey, Wallah, auf damit. Wallah, ich hoffe, Koran. Du weißt ganz genau, ich bin ausgerutscht. Du hast selber gesagt, Svaruchik, du Lügner. Hamid, ich hab nicht gesagt, Svaruchik. Ich hab auch gesagt, Svaruchik. Ich hab gesagt, ich bin auch einmal ausgerutscht. Aber ich weißt du, dann rede nicht. Hamid. Guck mal, ich will eine Sache sagen, bevor du weitergehst. Eine Sache, nur eine Sache. Okay? Wallah, warum versuchst du dich wieder aufzupippeln, Alter? Warte kurz, hab ich dafür trainiert, dass ich wieder auf den rutschigen Boden kämpfe? Wallah, also ich versuch wieder aufzupushen, ja. Nein, lass mich mal aussprechen. Hab ich dafür trainiert, dass ich mit dir auf den rutschigen Boden kämpfe? Oder hab ich mit dir trainiert, Boxen zu machen? Ich hab nicht mit dir trainiert, hier Bauchkratzer zu machen. Okay, warum bist du der Einzige, der ausrutscht die ganze Zeit? Warum sind alle Kämpfer nicht ausgerutscht? Weil das Abend war und der Boden war komplett nass. Wir waren die letzten Kämpfer. Keiner hat gewischt, das waren die letzten Kämpfer. Die letzten. Okay, Budi. Dudi, wo Dudi gekämpft hat, war auch am. Warum ist er nicht ausgerutscht? Vor unserem Kampf war noch ein MMA-Fight-Hauptfinale. Also keiner hat den Boden danach sauber gemacht. Die haben sich da rumgemacht, aber Schweiß, da war alles Mögliche. Mann. Da hat sich eine Schicht gebildet, wie Eis, Schlittschuh-Eis. Wallah. Ich schwöre bei Allah, ich bin nicht wegen dir K.O. gegangen. Also ich bin gar nicht K.O. gegangen. Ich bin einfach nur ausgerutscht. Du kannst jetzt denken, was du willst. Okay, bei Allah, ich bin nur ausgerutscht. Wallah. Aber die haben dir gesagt, steh auf nochmal. Warum hast du nicht nochmal weitergemacht? Warum ist das ausgerutscht? Ich hab ihm eine gegeben, guck mal, ich bin so runtergegangen, so, und ich hab ihm hier eine gegeben, hier. Und du guck den Replay, der hat auch so mit seinen Augen gemacht, am Hamza. Weil, soll ich meine Zunge rausholen und dir meine Stinkefinger zeigen, oder was? Natürlich, wenn man eine bekommt, macht man seine Augen zu. Ich sag doch, hör doch mal zu. Ich geb ihm eine so, okay, und jetzt will ich zum zweiten und dritten ausholen, damit ich auch eine Kombi raushole. Bruder, er hatte keine Deckung, nichts. Was passiert? Ich hau zweite Schuhe. Was soll ich dir sagen? Aber er hat sich ein bisschen sicher gefühlt, deswegen hat er keine Deckung gehalten. Also ja, aber ich hatte es ausgerutscht bin. Lucky, erinnere mich, du hast mich geschlagen, ich hab deine Stimme. Ich hab ausgerutscht bin, meine ich. Guck mal, du hast mich einmal geschlagen, du wolltest mir zwei, drei geben, ich hab einmal nur so gemacht mit meinem Kopf, du bist umgefallen von alleine jetzt. Ja, Bruder, das ist es doch, weil ich es abgerutscht hab, Bruder.
Wallah, ich hab einmal nur... Er hat gerade zugegeben, hast du gesehen, Mario? Er hat zugegeben, sagt er, warte. Junge, du bist von deiner eigene, weil du nicht kämpfen kannst, bist du runtergefallen, Digga. Junge, halt mal deine Fresse, ja, Mann, ja. Wer kann nicht kämpfen, ne? Weil dieser eine Mal, Wallah. Mann, sitz dich wieder auf deinen fetten Arsch, Alter. Warum muss ich nicht raus? Ami, der Zug ist abgefahren. Warum muss ich nicht raus? Du hast wieder eine Schmerz im Dezember, kannst du dich wieder befinden. Bleib mal leise, Herr Maniak. Mein nächster Mal, wenn du kassierst, brauch mal. War dein Ohr? Ja. Würdest du gegen Hamid kämpfen, ehrlich? Gegen Hamid? Ja. Gegen Hamza will ich. Ja, Maniak, warte mal kurz, Barello. Warum willst du nicht gegen Hamid kämpfen? Hamid wäre ein perfekter Gegner für dich. Ihr seid beide schwach. Ehrlich? Wallah. Herr Hamid, er unterschätzt dich, weil du ausgerüstet bist. Ihr seid beide zwei Maskeras. Ja. Bruder, ich schwöre auf alles. Lass ihn reden, Bruder. Er weiß ganz genau, als er vor mir hier in Käfig war, wie er geguckt hat und so. Wallah. Hamid, Wallah, wie hab ich dich? Hab ich Angst vor dir gehabt? Wir wissen beide, was die Wahrheit ist. Hamid, Wallah, ich weiß gerade nicht, was du redest, ja. Wir wissen auch, dass die Wahrheit ist. Aber glaub mir, sogar Barello könnte dich kaputt schlagen, Wallah. Aber Hamza, bei Allah, tun dich, was du willst, Wallah. Aber guck mal, du willst gegen mich kämpfen, ich bin viel stärker. Barello macht Kleinholz aus dir, Kleinholz. Barello, ich bin viel stärker als du, such dir mal lieber den Schwächeren aus, ja, Hamid. Junge, was für Schwächeren? Soll ich dir ehrlich sagen? Aber vielleicht ist er schwächer als du. Aber ich habe mehr Angst gegen Hamid als gegen dich. Weil er sieht größer und kräftiger aus. Gegen dich weiß ich schon, wir werden nur rumampeln da. Wir werden wie Ampelmänner machen. Ja, ja. Oder Hamza, schläft nur mit einer Hand. Ey, aber Hamza, wir werden einfach beide keine Luft kriegen und wie Ampelmänner rumspringen. Ja, eben so hab ich dir gegeben. Du bist umgefallen. Wallah, du bist umgefallen. Wallah, will ich mich umgefallen. Er hat sich Hose, bei Allah, ich bin nicht umgefallen. Ich schwöre auf Koran, du bist umgefallen. Wallah, will ich bin nicht umgefallen. Wallah, von einer geraden Rechten, du bist umgefallen. Was ist denn gebrochen? Hier, zweimal. Hier. Hamid. Bruder, ich bin dreimal so. Was redest du? Du kannst nicht kämpfen. Arafat hat dir das gesagt, Yasser hat dir das gesagt, ganz TikTok hat dir das gesagt. Nein, ich war gar kein Buchkämpfer. Deine eigenen Landsmänner haben dir das gesagt. Meine Landsmänner, das sind nicht meine Landsmänner. Wallah, Leute, deine eigenen Landsmänner haben dir gesagt, du kannst nicht kämpfen. Das sind nicht meine Landsmänner. Und du hast auch gesagt, du bist ausgut. Die haben dir gesagt, was redest du da? Die haben dich ausgedacht die ganze Zeit alle. Amit, dein größter Fehler war? Amit, dein größter Fehler war, dass du ausgerutscht bist und aufgehört hast. Egal, 20 Mal ausrutschen, einfach weitermachen. Ey, Bruder, Maniak, wie er die ganze Zeit Benzin ins Feuer schmeißt. Dieser Barello, ja? Ich meine das ernst. Nein, Wallah, du meinst das nicht ernst. Doch, Wallah, du hast mir weiter. Wallah, du hast mir privat ganz was anderes gesagt. Ich schwöre auf Bruder, das war einfach mein erster Kampf und dass der so abgelaufen ist. Privat hast du mir gesagt, du hast ihn auseinandergenommen, geschieht ihm recht und so, Wallah. Das war einfach mein erster Kampf und der ist so abgegangen. Ist okay. Ich bin kein Kämpfer. Ich hab einfach hier. Ist okay, wir machen einen Rückkampf und dann hast du nochmal eine Chance. Ja. Hamid, Bruder, schau mal, ich hab nichts gegen dich. Ich mag dich, du bist sympathisch und so, aber Bruder, der Kampf gehört einfach Hamza, Bruder, weil. Bro, ja, Bruder, der soll Hamza gehören. Aber trotzdem muss man immer ehrlich sein. Warte. Ehrlichkeit ist wichtig. Ich sag nicht, dass nicht Hamza gehört. Ich hab aufgehört. Natürlich gehört der Hamza. Offiziell. Aber die sollen nicht so tun, dass der mich K.O. geschickt hat. Der hat mich nicht K.O. geschickt, Bruder. Hat er nicht. Oder hat er nicht K.O. geschickt? Ich hab trotzdem den Kampf gewonnen. Ich hab den Kampf gewonnen und ich bin der Sieger. Okay, offiziell. Lässt du den Kampf unentschieden sein? Offiziell. Wer? Marcelo, sei mal leise, nein, er hat gewonnen. Sag ja, Maniak, warum soll ich den Boxkampf unentschieden machen? Er hat keinen Unentschieden, er hat gewonnen. Wir machen einen Rückkampf und dann kann er nochmal zeigen, was er drauf hat, Wallah. Ich habe aufgehört, weil ich nicht mehr Dings stehen konnte. Ey, Wallah. Ist okay. Wallah, tut mir leid, dass ich sage, aber ich habe beide wie ein Maskara gekämpft. Ja, ich hab euch beide genockt, ja, Wallah. Junge, was war das? Und dann geht er hin. Junge, man muss mit euch nur einfach ein bisschen spielen. Junge, Barello, sei mal leise, ja. Was gegen Fat Comedy verloren ist, willst du gegen uns? Wallah, ja. Wallah, du hast gegen Fat Comedy einfach verloren, Bruder, ja. Scheiße. Wer? Ja, was soll das denn heißen? Ja, du, wer sonst? Bitte komm, du und ich auf Spaß. Dein Vater komm, oder was? Komm, Barello, komm. Weißt du, was ich machen würde? Im Ring mit dir, Abu Hamza? Ich würde dich so kaputt machen, dass du müde bist und ich würde dich dazu bringen, dass du mit Bettern rumleckst. Oha, Mann. Barello, pass auf, was du sagst. Wallah, pass auf, was du sagst. Okay.
Warte, also, zwei Sekunden für dich, Bruder. Wallah, sonst geh ich auf Eltern, Bruder. Ich schwör auf Koran. Okay, Abi. Hör auf damit, Wallah, hör auf damit. Hör auf so zu reden. Barello, ja, bitte? Bruder, du gegen mich, ich ohne Arme. Fat Comedy ist hier drin bei mir. Okay, kämpf gegen Fat Comedy, wenn du ein Mann bist. Wer? Du aber. Warum soll ich gegen ihn kämpfen? Hä? Warum soll ich gegen ihn kämpfen? Es, du sagst gegen einen Fat Comedy, also Fat Comedy niemand. Ich kämpfe nicht gegen Fat Comedy oder gegen dich. Aber Fat Comedy ist stark gegen ihn. Ich sag, er hat doch sogar gegen diesen hier, gegen diese Luftpumpe hier gewonnen. Was für ein Wunder sein, wir haben Sparring gemacht. Und der hat dich auseinandergenommen. Junge, du hast nicht das ganze Sparring gesehen. Soll ich dir Video schicken? Was willst du? Du hast einen kleinen Abschnitt geguckt. Ey, Hamid, siehst du? Fat Comedy hat selber gesagt, er hat dich auseinandergenommen. Ey, Hamid, siehst du? Er sagt Fat Comedy, ich hab gewonnen, der gewonnen. Er nimmt dich gar nicht ernst. Wallah. Wallah, nimmt dich voll ernst. Wallah. Okay. Hamid nimmt keiner Platz. Siehst du, was er sagt? Und du versuchst trotzdem ihm entgegenzukommen. Er hat verloren, ja, Delemi, Barello. Sei doch ehrlich, ihn nimmt keiner mehr ernst. Er stand doch vor mir im Ring, Bruder. Er weiß ganz genau, wer ich bin. Barello, ihn nimmt doch keiner mehr ernst. Sag doch die Wahrheit, ja, Delemi. Wir bieten nicht ins Gesicht an, ja. Weißt du, was lustig ist? Als der Kampf vorbei war, ich stehe im Ring. Ich frage aber Hamza, Bruder, sei ehrlich, hat gerutscht. Er sagt mir keine Ahnung. Ja, Delemi, du stellst ja eine dumme Frage. Was soll ich darauf antworten? Er sagt mir keine Ahnung, dieser Mann. Junge, ich war aufgeregt. Ich war ganz woanders in meinem Kopf. Wallah. Hamid, du fragst mich ernsthaft nach dem Kampf. Ist der Boden? Was ist für eine Frage? Ja, Hamid. Ich bin sechsmal auf dem Boden gerutscht. Hamid, aber man fragt doch nicht, Yasemin, wo man verloren hat, einen anderen. Ist der Boden rutschig? Was fragst du sowas, Yasemin? Hätte ich niemals erwartet, dass du mich sowas fragst jetzt. Wallah. Ja, lassen wir das einfach mal kommentarlos. Und es geht weiter und weiter. Bitte mal dein Gesicht. Nee, dann so, zeig mal. Und dann ist Rede. Was? Zeig, ich rede jetzt so groß, du Minik. Zeig dein Gesicht und rede, du Maskara. Tanik, immer Tanik, aber da ich schwöre auf. Anik, deine Schwester, Anik. Anik, deine ganze Familie, ja. Bitch. Und last but not least, Aslantix ist auf Hamid Khan und Abu Hamza getroffen und noch eine Person, die Beton heißt und erzählt von seinem Vorfall mit dem SEK. Dazu habe ich ein einzelnes, separates Video auch vorbereitet. Höchstwahrscheinlich schon veröffentlicht. Wenn nicht, dann kommt es noch nach diesem Video. Gute Erfahrung, weißt du, this is from God, you know. Ich weiß, ich habe gemacht nichts, Bruder. Ich bin, I'm clean, you know. Wegen Barello? Nein, wir gehen ich nicht. Jeden Tag was trinken zusammen. Barella, Wallahi, ja. Ah, okay. Keine Ahnung, wir gehen andere Leute oder, you know, in falsch, wrong place in wrong time. How you say it in Deutsch? Zu falschen Zeit am falschen Ort. Alles falsch. You are a man. It's no problem for you. No, Bruder, dieser Schlager und 10 Stunden in Knast. You know, it give me sehr... Robert, wollten wir eine Lektion verpassen? Yeah, sehr gut, aber haben sie. It opened my eyes, weißt du, because... Wollten wir eine Lektion verpassen und dann wollten die ihn wieder freilassen. Ja, und aber einfach zusammenschlagen, ja, selber nicht, was das? Aber er sagt ja, selber, die haben ihm seine Augen geöffnet. Er wird jetzt nicht mehr Barella bedrohen und so. Aber das ist nicht wegen Barella, aber keine Ahnung, was. Aber Alhamdulillah, it's good for me, Shola. But brother, Aslan, you hit them back or not? Nein, I don't hit them. They hit you. Yeah, guck mal, I was sitting in the car, but when they come out, I think they're like bandits or the keine Ahnung, mafia or something with masks. I don't know it's police. And Hazan, Bruder. They break the window. Kennst du Kübra? They open the door and they hit me on the face and I get knockout. And then I fall direct forward. I fall down and when I fall, I get zwei, drei Schläge mehr and then I wake up. I wake up from the hits. Crazy. Hazan, woher kommst du Kübra? Woher kennst du Kübra, Hazan, Bruder? Was hast du aufgenommen, Bruder? Schick mir mal auf Instagram. What did I do? Because I see the sirens, blue sirens. Then I know it's police. And I say, was passiert? Was los? Was ich hab gemacht? I said, yeah, don't hit me. You know, and they hit me, I get knockout again. And then normal, I wake up and then my hands are so, here, weißt du? Und dann my eye here, my Gesicht so, Blut, weißt du? Und und dann, Bruder, ich weiß nicht warum, wallahi. Ich jetzt warte vor Anwalt, Gericht. Und wir gucken, was passiert und warum passiert, weißt du? Aber guck mal, Hamid, sag dir ehrlich, das ist seine Arbeit, weißt du? Es but brother, this is his work, but not like this, brother. They can't do something else. They don't have to hit you so hard. If you don't hit back, brother, they don't have to hit you. Yeah, wallah, that's true, brother. Wallah, sorry, wo bist du?
wenn ich hab gemacht, when I do something, in dieser Fight-Event, wo du kämpfst, ich kämpfst, ja. Viel Polizei, LK, alle. Ja. Ja. Du, komm hier, let's go. Kein Problem, wenn ich hab gemacht, something bad. But why they don't tell me to come, you know? Ich weiß, Bruder, I never hurt anybody. I never do anything, Bruder. But wallahi, when this police said to me, come out the car, put your hands up, I do it. Because I never go against the law or the police. I know this, Bruder. I'm here to help my mother. I'm not here to do criminal shit. I'm not a criminal, Bruder. I don't have this criminal heart, Bruder. I know this. But the Schlägerei, maybe, Bruder, they aufpassen. Oh, Chechena. Ja, ja, ja. Fighter. Kämpfer. And they think, when they mach so, and they think, maybe I shoot or do something, but I don't do it. Yeah. He's afraid. He's afraid. They want to finish business fast. So I understand them, you know, it's their job. SLK is like it's a real, real serious police. So, you know, it's their job. But I don't say it's correct. But, you know, I kind of know, but that's, you know. But, you know, Germany, you know, in Germany is Democrat. So I think in Gericht, everything will be okay. No, with proof, with you know, with everything. I think they're not going to try to put something on my name, which I did not do. Ja, und so viel zu der kurzen Zusammenfassung des Vorfalls mit dem SEK. Man sieht auf jeden Fall jetzt auch Tage nach dem Vorfall deutliche Spuren, deutliche Blessuren in seinem Gesicht. Der wird wohl am Montag eine komplette Röntgenaufnahme machen von seinem ganzen Kopf, um zu sehen, ob da irgendwelche Knochen, Knöchel etc. gebrochen sind. Knöchel eher weniger, aber ihr wisst, was ich meine. Und früher oder später wird sich dann auch herausstellen, weswegen er überfallen wurde, in Anführungsstrichen, im Namen des Gesetzes. So viel zu unserer heutigen Folge TikTok Cringe. Es ist wieder einiges vorgefallen. Es war wie immer sehr, sehr unterhaltsam. Ich bin wirklich froh, dass es den Abu Hamza, Hamid Khan und die diversen anderen TikToker da draußen gibt. Mittlerweile ist das für mich spannender und hat einen höheren Unterhaltungswert wie Netflix oder sonst was. So viel meine Meinung zu der Thematik. Schreibt ihr mir sehr, sehr gerne eure Meinung unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns in dem nächsten Video wieder. Bleibt sauber, bleibt clean. Denkt immer daran, auch in euch steckt ein kleiner Mustak.